Hey, was geht ab, Leute? Hunger. Wir hatten jetzt ein Wochenende, wo die neue Welle gekommen ist. Die Sky-Welle, Skywave, also Flugwelle. Mit Thema Flug hauptsächlich. Abgesehen von Metagross. Der passt da irgendwie nicht rein. Ah, vielleicht so ein Magnet, er schwebt und sowas. Was weiß ich. Auf jeden Fall haben wir noch 2 Tage, wo nur Gen 3 Pokémon da sind. Und danach ist wieder normal. Und dann bin ich gespannt, wie selten manche Sachen werden. Zum Beispiel Kindwurm oder so. Tarnen ist momentan recht häufig. Ich weiß nicht, ob der dann so wie Stoll Junior ist und dann relativ häufig noch ist. Oder ob der dann auch seltener wird. Knackleon ist momentan auch häufiger als sonst. Und der ist eigentlich recht selten bei uns. Auf jeden Fall wollte ich nochmal schnell die Liste der neuen Flug-Pokémon durchgehen. So wie immer. Weil das Tradition jetzt geworden ist. So haben wir da als erstes Schwabini, dann Schwalboss, Wingull und Pelipper, Geweiher und Maskerregen, Volbeat und Illumise. Die zwei sind übrigens regional. Volbeat momentan bei uns, Illumise irgendwo anders. So wie Plus und Minun. Ich denke mal, Illumise wird dann auch sehr bald zu uns kommen. Dann Wablu und Altaria. Der braucht übrigens 400 Bonbons, Dingle Shiny und der Strache. Formeo hat übrigens 4 Formen. Normal, Regen, Eis und Sonne. Dann Tropius ist auch regional. Palimpalim, recht selten. Ich habe bisher noch keinen. Wir haben einen verpasst. Kindwurm, Draschel, Brutalanda. Tarnhell, Metang, Metagross. Und das war's eigentlich auch schon. Ein paar Pokémon fehlen noch. Und zwar genau 8. Keine Ahnung, was mit denen ist. Die passen wohl irgendwie nicht in das Thema rein. Und zwar sind das Ninkanda, Ninjask, Ninjatom, Pandir, Kecleon, Perlu, Alabis, Saganabis. Mal schauen, was mit den restlichen 8 ist. Wann die kommen, ob die kommen, was weiß ich. Wir werden es sehen. Also das war's von mir. Schreibt unten in die Kommentare, welche von den neuen ihr bereits gefangen habt. Was euch noch fehlt. Habt ihr schon Metagross gemacht? Habt ihr schon Brutalanda gemacht? Habt ihr ein gutes Brutalanda, gutes Metagross schon? Ich leider noch keins von beiden. Aber falls ihr eins habt, schreibt es unten in die Kommentare. Ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.